So, moin moin. Es kann mal sein, dass hier, hier ist ein Crossfire, Crossfire Nano, dass ihr an irgendeinem Punkt kommt, wo sich das Teil einfach nicht binden lässt. Weil normalerweise lässt sich ja so ein Crossfire super, super einfach binden. Ihr geht mit eurer Funke, ja, egal ob es jetzt eine Tango 2 ist oder ein Crossfire-Modul oder was auch immer, was ihr habt, ähm, ihr geht in den Bind-Modus in der Funke. Und dann macht ihr einfach nur am Quad, was ihr binden wollt, ähm, den Strom dran, wartet ein bisschen und dann erkennt das automatisch schon, die Funke, dass hier was gebindet werden muss, weil die Teile gehen automatisch in den Auto-Bind, nach 30 Sekunden spätestens eigentlich. Ähm, das heißt, wenn ihr die Funke im Bind-Modus habt und ihr schaltet dann das Quad an und nach 30 Sekunden oder nach einer Minute ist immer noch nichts passiert. Immer noch hat die Funke nicht gesagt, updaten, binden äh, oder irgendwas. Dann ist hier irgendwas schiefgelaufen. So. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht habt ihr eine falsche Version und da gibt es gerade irgendwelche Binding-Probleme oder, oder, oder. Wie auch immer, das ist kein Problem, denn es gibt eigentlich eine ziemlich bulletproofe Methode, nach der definitiv das Binden funktioniert. Und zwar ist es nämlich, diesen Crossfire-Receiver, egal jetzt ob den oder halt auch den ähm, Nano Diversity, äh, einfach auf Werkseinstellungen oder auf ein Emergency-Update zu meistens down zu graden. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt hier. Und zwar: Funke legen wir erstmal wieder weg. Und zwar benötigt ihr da diesen Knopf. Ja, der Crossfire-Receiver hat natürlich immer ein so ein Knöpfchen und den braucht ihr. In diesem Fall, nämlich zum normalen Beinen, müsst ihr diesen Knopf gar nicht erst drücken. Der ist vollkommen irrelevant. Aber für diesen Fix braucht ihr diesen Knopf. So, der Einfachheit halber habe ich jetzt hier den Schrumpfschlauch entfernt, einfach um euch das besser zeigen zu können, weil ich habe das hier echt dämlich zusammengeschrumpft schlaucht. Ich brauche das halt eigentlich bei meinem nicht, aber ich dachte, ich baue hier gerade meinen zweiten Freestyler mit dem neuen Frame zusammen, neues Bild und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das einmal zu zeigen. So, jetzt haben wir hier den Knopf, der ist jetzt hier freigelegt. Da kann ich wunderbar draufdrücken mit dem Fingernagel. Das ist natürlich das Feedback, ob man da jetzt draufgedrückt hat oder nicht, ist relativ wenig, aber man sieht es und man fühlt es auch ein bisschen. So, ich nehme hier meine anti statik zange So, der drückt da jetzt drauf. Also ich drücke auf den ich lasse den Knopf gedrückt. Dann gebe ich dem Quad. Kurz Strom, lass los. Drück wieder, halt gedrückt. Und jetzt flasht er. Und sobald er hier dann wieder anfängt zu flashen, lassen wir los. Und der resettet sich jetzt. Und jetzt ist er auch schon fertig. Also in dem Fall leuchtet er jetzt hier bzw. blinkt grün. Aber er ist jetzt durch und das Update bzw. Downgrade ist jetzt auch schon fertig. So, ich gehe das nochmal ganz kurz in der Theorie für euch durch. Also, ihr haltet diesen Binding-Knopf gedrückt, Strom ans Quad loslassen, wieder dran drücken und gedrückt halten. Und zwar so lange, bis hier diese LED richtig schnell hintereinander anfängt zu blinken. Und dann könnt ihr loslassen und dann macht er seinen Kram durch, bis er dann eben so langsam vor sich, also eigentlich bis er aufgehört hat schnell zu blinken, dann ist er fertig. So, dann könnt ihr den Strom wieder entfernen. Und dann holen wir unsere Funke raus. In meinem Fall ist es halt eben die to Tango In meinem Fall ist es halt eben die äh, Tango 2. Dann gehen wir hier einfach in den Bind Mode. Der ist jetzt im Bind Mode. Ich weiß, ihr seht das jetzt hier natürlich wegen der Update-Frequenz nicht ganz so gut. Ähm, aber ihr seht So, und jetzt packe ich einfach hier Strom dran. Sollte auch im besten Fall noch ein bisschen weiter weg entfernt sein. Aber jetzt habe ich hier direkt Update, Micro RX und bei mir leuchtet dann auch noch die Funke hier grün. Das bestätige, äh, blau, sorry. Das bestätige ich einfach und dann wird das Update hier durchgeführt und der Beinprozess ist danach dann fertig. Wir warten das noch mal eben kurz ab. Aber das ist ja das schöne an Crossfire auch, das geht halt alles automatisch. Das heißt, die Version, die hier drauf ist, wird quasi gekoppelt und hier drauf aufgespielt und zwar über Over the Air. Also, da muss man nichts irgendwie anschließen oder sonst was. So würdet ihr halt auch euren ähm, ganz normalen Crossfire binden. Aber wie gesagt, sollte das mal aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, also nach 30 Sekunden kriegt ihr immer noch keine Nachricht hier von wegen äh, Update, Fragezeichen, dann ist irgendwas schief und dann könnt ihr eben mit diesem Trick den Crossfire Empfänger eben wieder zurücksetzen und danach, und das war bei mir wirklich durchgehend, danach hat es immer funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist hier was kaputt. Kann natürlich auch was an der Funke sein, aber wenn ihr jetzt andere Kopter habt, wo das mit der Funke funktioniert, dann ist wahrscheinlich der Empfänger kaputt. Das kann natürlich auch mal vorkommen. Ne? Also nichts in diesem Hobby äh, ist so, dass man das wirklich immer, jede Unit davon niemals kaputt geht. Also es kann halt auch mal einfach ein Empfänger kaputt sein. Das ist aber eher seltener der Fall. Öfter ist es der Fall, dass das Binding einfach irgendwie nicht geklappt hat. Hier gerade aktualisieren die sich jetzt. Na, dann sehen wir hier, der leuchtet wieder. Also im Prinzip das, was wir gerade alleine hier an dem gemacht haben, macht jetzt gerade äh, die Funke. Die spielt jetzt hier die neue Version drauf, ist jetzt fertig. Binding steht hier jetzt immer noch. Fertig. So, jetzt gehe ich hier weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Strom wegnehme, beschwert er sich gleich. So, ja. Damit haben wir gesehen, das Binding hat funktioniert. So, okay, dann äh, haben wir das jetzt durch. Ich hoffe, das Video war kurz genug und jetzt wisst ihr, was zu tun ist, wenn das mit dem Beinden mal nicht funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten sage ich mal, vielen vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein.